Bei den flächendeckenden Wald- und Buschbränden auf Sizilien sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben starb ein Mann in Trapezo nahe der Inselhauptstadt Palermo bei der Evakuierung seines Hauses. Unweit der Stadt Cefalu kam eine 42 Jahre alte Frau beim Versuch ums Leben, Pferde aus einem brennenden Stall zu befreien. Inselweit kämpfen inzwischen 800 Feuerwehrleute und die Besatzungen mehrerer Löschflugzeuge rund um die Uhr gegen die Flammen. Ihre Aufgabe wird durch Trockenheit und starke Scirocco-Winde aus Afrika erschwert.